Ja, also auch dieses Jahr hat die Klaus-Groth-Schule wieder einen Weihnachtsbazar. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange und wir freuen uns schon riesig. Wie jedes Jahr ist das wieder der letzte Freitag vom ersten Advent. Und dieses Jahr gehen natürlich auch wieder Spenden für fleißig an wohltätige Zwecke. Dieses Jahr sind das einerseits das Tierheim Neumünster und andererseits die Organisation Küste gegen Plastik. Letztes Jahr haben wir ungefähr 3.500 Euro eingenommen und die Hälfte davon ging an das UKSH in Kiel. Heute beim Weihnachtsbazar. Hier ist schon echt viel los und echt gute Stimmung. Man merkt dieses Gemeinschaftsgefühl auch so ein bisschen, also stark. Und ja, ich finde es sehr harmonisch. Mir gefällt es echt gut. Man sieht seine Freunde, seine Mitschüler und es bringt einfach Spaß. Es ist richtig viel los heute, die Stimmung ist super schön, die Musik tut ihr Übriges, dass es wirklich, wirklich herrlich weihnachtlich ist. Ich merke gerade, der Kaffeeverkauf unserer Klasse läuft super schön, also es ist nett, gemütlich, ein bisschen coolig, wie ich finde, aber ich glaube, alle sind richtig gut drauf. Ist schön. Heute ist der Weihnachtsbazar in der Klaus-Groth-Schule super besucht. Was mir sehr, sehr gut gefällt dieses Jahr, es gibt Kaffee. Und die ganze Enge, die in der Aula herrscht, ist ein bisschen entzerrt, weil in der Mensa und in den Klassenräumen auch verschiedene Sachen angeboten werden. Es sind viele Aktivitäten auch diesmal dabei, so Dosenwerfen zum Beispiel bietet eine Klasse an, bei denen man Preise gewinnen kann. Es sind viele Leute gekommen, alle Klassen machen irgendetwas und ich bin begeistert, wieder hier zu sein. Was ich dieses Jahr das erste Mal gesehen habe, ist, dass sich einige Eltern und Kinder und Lehrer gleichzeitig freitagsnachmittags, donnerstagsnachmittags, mittwochsabends in der Schule getroffen haben, das Denklabor für sich in Betracht genommen haben und nicht gedacht haben, sondern gebastelt haben, dabei schon weihnachtliches Gebäck zu machen. Ich glaube auch ein bisschen die Klasse näher zusammen. So, und jetzt gehen wir Kinder zum Spielen. Oh ja, tschüss, die Klasse. Ja, wir sind hier vom Tierheim Neumünster, haben gerade das Geld überreicht, das beim Weihnachtsbazar für das Tierheim hier zusammengekommen ist. Und das waren 800 Euro, die wir jetzt heute hier überreicht haben. Wir haben uns das Ganze angeguckt. Es wirkt alles sehr professionell und auch die Mitarbeiter sind wirklich mit Engagement und Liebe dabei. Und deshalb hoffen wir auch, dass vielleicht auch ihr euch ein bisschen engagiert. Seid ihr 18, dann könnt ihr zum Beispiel Gassi gehen oder auch zum Beispiel Ausarbeiten tätigen. Die brauchen immer fleißig Unterstützung.